Also ich gebe es vielleicht auf. Also ich werde wieder in eine bestehende Partie reingeworfen. Finde ich grundsätzlich nicht so verkehrt, aber jetzt erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Oh Gott, auch noch Turm. Oh. Oh, das Interface hat aber jetzt lange gebraucht. Ich würde gerne markieren, aber ich darf nicht, als ich gerade reinkomme. Meine ich. Guck mal da. Ist ihm das jetzt gar nicht recht gewesen? Wieso habe ich eigentlich ein Fadenkreuz da? In der Kamera ist Frost drin, die nicht mehr lebt. Dann markiere ich einfach mal. Jetzt gehe ich mal raus, wobei Frost ist ja noch drin, deswegen wird das Licht ja weiter leuchten. Ich weiß gar nicht, was mit anderen ist. Also bei Wookie nehme ich an, er hat das Spiel wirklich deinstalliert oder er spielt es einfach nicht mehr. Bei Jack, keine Ahnung, er mag mich nicht mehr. Und bei Hawkeye, ich glaube, er spielt einfach zurzeit was anderes. Ich habe ihn vor Weihnachten das letzte Mal gehört. Lebenszeichen, sofern er es denn war, habe ich schon von ihm mitbekommen. Er hat zumindest Assassin's Creed Origins gespielt, aber haben dieses Jahr noch gar nicht gesprochen. Aber ich kann auch alleine meinen Spaß haben in einem Mehrspielerspiel. Okay, wir führen 1-0. Gut. Dann. Rufe ich mal an. Was ich bei Togepi finde, gar nicht gut finde, die Waffenauswahl. Ich bin kein großer Freund von Schrotflinten. Und auch nicht von DMRs und was anderes hat sie nicht zur Auswahl. Außer die, ja, hier sehen wir es ja schon, Sekundärwaffe, die Maschinenpistolen, die beiden. Ja, damit kann man nicht die ganze Zeit rumrennen. Oder ich mache das zumindest nicht, man könnte es schon. Ich finde Schrotflinten ja, oder auch DMRs an sich cool, aber eben einsatzbedingt. Oh, bei mir ganz in der Nähe sind die Gegner. Dafür braucht's schon. Also die sind nicht so flexibel. Schrotflinten wie DMRs, da finde ich so ein Gewehr deutlich flexibler. Und eine Maschinenpistole auch noch, wenn das Visier entsprechend ist. Mein Ansprüchen entsprechend. Bei Half-Life 2 zum Beispiel, da sind Schrotflinten Spitzenklasse. Vor allen Dingen, wenn es dann nach Ravenholm geht. Oder wenn diese Insekten auf einen zukommen. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Wenn ihr Half-Life 2 kennt, wisst ihr, was ich meine. Einfach für Leute, die in Nahkampf kommen. Von sich aus. Klar, da sind Schrotflinten ganz besonders toll, aber auch bei Tomb Raider finde ich Schrotflinten gar nicht mal so verkehrt. Gehe ich wieder meinen Standardweg hier lang? Ich glaube schon. Ich habe die DMR dabei. Okay, lauert schon mal keiner. Ah, da gehe ich nicht, da wäre ich zu doll gesehen. Zu doll gesehen vor allen Dingen. Könnt ihr mal anrufen. In der Nähe ist offenbar niemand. Die Drohne wurde eingesetzt. Kein Gegner ist bisher gestorben. Hier lauert auch keiner. Ich gebe ihm gewissermaßen Rückendeckung. Wir müssen noch eine Etage tiefer. Bis ich Turm drin habe, das wird auch Ewigkeiten dauern. Ich habe auch nicht mal Freizeitpark drin. Ich gehe mit den beiden Mädels mit. Hier war auch irgendwo eine Kamera. Meine ich. Hier an diesem Empfang da. War die da? Scheiße. Ist die vielleicht schon kaputt?
Also bei Freizeitpark und Turm bin ich einfach extrem unsicher. Da bin ich auch nicht so gut, weil ich einfach die Karte nicht kenne. Kartenkenntnis ist das A und O. So Grundtaktiken wie zum Beispiel die Rücken anderer absichern oder die Seiten, das bleibt gleich, aber manchmal weiß ich gar nicht, von wo die Gegner herkommen können, weil ich die Karte noch nicht so gut kenne. IQ kommt dann noch nicht voran. Twitch deckt noch den langen Gang zu unserer Linken ab. Wir decken einfach mal hier so. Na, jetzt kommt sie auch mit her. Hier so ein Stück ab. So, die Tür kenne ich hier. Da ist eine Trennwand, wo ich schon mal... Ist das eine? Ja, genau. Schon sagen. Gar nicht mal so schlecht platziert. Man kann sich schneller als anderes Licht wahrnehmen. Wir bräuchten mal ein Handy, damit wir Kameras benutzen können. Aber es hat noch kein Gegner gestorben. Es ist noch gar keiner gestorben. Nur noch 34 Sekunden. Jetzt geht's los. Jetzt kommt da, glaube ich, jemand lang. Bevor ich reingehe, werde ich schon mal anrufen. Da liegt ein Handy. Ah, das ist jetzt nicht das Bereich, oder wie? Oh. Da kam jetzt noch keiner umkämpft, oder? Mann, scheiße, 1-1. Ich habe leider nicht genau darauf geachtet, ob da jetzt sowas kam wie Bereich ist umkämpft. Das war echt selten. Bis in die letzten 40 Sekunden ist noch gar keiner gestorben. Da sind dann mal sehr zurückhaltende Spieler gewesen. Wobei Grabschau, wenn ich die Karte nicht kenne, ist auch doof. Ach. Ich bin im Bereich sichern. Mal gucken, ob ich heute noch eine frische Partie erwische. In eine nicht bereits angefangene Partie reinkomme. Ah, gleiche Ecke. Getarnt als Sitzkissen. Ach, ernsthaft? Mann, ey. Okay, über uns gibt's eine Luke. Beim Eingang, wo ich rein bin, da gab's gar keinen Sound. Genau. Ah, als so Langsamläufer. Ich weiß in etwa, wo die Treppe hier ist. Genau hier. Hier bin ich schon ein paar Mal lang gerannt, deswegen habe ich das so halbwegs drin. Und hier. Wenn ich hier in der Ecke hocken will, ist eine geschlossene Luke gar nicht so verkehrt. Allzu weit habe ich es auch nicht bis wieder zum Bereich. So, falls ich da hocken will, habe ich jetzt was verstärkt und dann... Die Wand haben sie auch schon zugemacht, dann mache ich... Hier ist das... Doll zu? Ist schon doll zu, also Stein. Das ist bloß Bildkram, da kann man hier noch zumachen. Das ist bloß Bambus. Und anderer Holzkram. Nein, da. Ach so, das ist Vigil gewesen. Die haben Schildträger. Das sieht aus, wie der sich abseilt, der Montagne. Extrem lustig. Hätte ich mir mal die Kamera merken können, aber. Das waren nämlich die, die ich vorhin gemeint habe. Okay. Ach, da ist ein Schild. Oh, hallo Ella. Ich hätte 2 Kontaktgranaten von Montagne. Macht ihn beileibe nicht tot, aber bringt ihn hoffentlich aus der Fassung. Hier ist gerade wer zu hören. Ist da wirklich wer, Ella? Ella? Sieht man mal, wie viel im Magazin ist. Oh. Bums.
Da ist der Schild da. So kann Montagne nicht rein. Wenn, dann muss irgendwie Sophia oder Ash helfen. Den mobilen Schild wegmachen. Also viele Hocken ist auch blöd. Wobei, da ist schon Doc. Ich würde ganz gerne hier hin, aber trau mich jetzt nicht rum. Jetzt sind wir jetzt zu dritt. Oh, na, zu zweit. Der Arsch ist drin. Hi. Ja, genau, Ella macht das. Oh, so. Das ist ja bescheuert. Toll, jetzt haben wir mehr davon als die Gegner. Oh, da war mal kurz da. Da war Haut zu sehen. Jetzt kommt gleich hinten da uns jemand rein durch die Holztür. Na, was ist das denn jetzt? Na, es wird immer besser. Muss Ella, ich will sie nicht abknallen. Okay. Aus Versehen jemand anderen umgebracht. Wenn Montagne alleine ist, hat er ein Problem. Oder wenn ich alleine bin. Nein! Und auch noch verletzt bin. Was? Ach, er hat eine Smoke auf mich geworfen, ja. Die macht ja auch 5 Punkte Schaden. Das ist totaler Quatsch, oder? Finde ich noch etwas witzloser, als direkt mit dem Schild, obwohl man 100 HP hat, umgebracht zu werden. Ich weiß, Spielmechanik. Insofern kann ich es verstehen. Spielmechanik aber. Es ist so ein Quatsch, durch so ein kleines Blechding mit so einem Tüdelü-Schlag einfach umgebracht zu werden. Das darfst du keinen erzählen. Oh, 4 Mädels und Jakal. Das könnte schon die letzte Runde sein. Mir fällt echt so ein Knopf, ich will in neue, frische, beginnende Runden reinkommen. Partien. So eine Option fehlt mir. Auch wenn dann womöglich gar niemand mehr bestehende Partien reinkommt, wenn jemand rausgeht, rausgeflogen wird. Also jetzt schon teilweise blöd ist, weil Ubisoft da niemanden nachschickt. Oh, eine Billardkugel. In Form von einem Apfel. Hier ein Fenster, ne? Ja genau, dann ist hier auch die Treppe. Ich komme auf jeden Fall nicht rechtzeitig an, dann verstecke ich die Kamera. In diesem Schubfach da. Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ist etwas langsamer jetzt vorfahren auf den letzten Metern. Kennen wir schon. Nee. Ah, wollte er durchs Fenster hüpfen, ist aber noch zu. Ich sollte mal vorangehen. Oh, Kapkan-Eliminierung durch Mine. Ah, jetzt geht's los, immerhin für uns. 3, 4. Oh. Ich glaube, das Ding verlieren wir. Scheiße. Kacke, kacke, kacke. Der kommt doch nie wieder hierher. Und wenn doch, dann bringt er mich um. Das wäre so glanzvoll. Aber ich würde da jetzt nicht mehr zurückkommen zum Fahrstuhl. Das wäre Selbstmord. Normalfall. Warte, ehemalige Ella, ich komme mit. Ich muss wieder ganz hinter die Ecke zum Runterhüpfen. Na, wir beide. Sollten wir uns gegenseitig decken.
jemand hochkommen. Beschissen, ey. Mit Blick auf den Bereich. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ah, ich finde das nicht gut. Was? Rollen? Ach so, Ying. Hm. Okay. Hier sind mehrere Fenster. Und hier war der Gegner. Hey, was machst du denn hier? Oh, fast runtergeschossen. Ach du Kacke. Da war aber jemand gierig, ne? Der ist mir hinterher. Es kommt von links jemand. Nein, nicht ich, der die Karte nicht kennt. Am Fenster vorbei kann ich jetzt nicht mehr. Nein, das auch noch. Ah, Kapkamino. Da ist man schon IQ und dann guckt man nicht durch seinen Bildschirm. Aber ich war doch schon vorbei. Er hat doch keiner mehr. Was, wie sieht sie denn aus? Ach hier, dieses Punk-Outfit. Das habe ich letztens mal im Hauptmenü gelesen. Aber ich hatte jetzt keine großen Erwartungen. Eine bestehende Partie und dann auch noch Turm. Ich bin auch ganz unten. Da sieht man, ich kann die Karte nicht so gut. Deswegen spiele ich da auch nicht ganz so gut. Wie zum Beispiel bei den letzten beiden Partien. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.